Sie sind überall. Amicia, die vielen Menschen. Es ist meine Schuld. Ist es nicht. Wir alle wissen, was passiert ist. Nur keine Sorge. Gehen wir zur Karte. Deswegen bist du hier. Das ist alles bald vorbei, Hugo. Die Ratten wollen das nicht. Sie sind glücklich so. Die verdammten Ratten können zur Hölle fahren. Sie werden sich wehren. Das sind dumme Tiere, Hugo. Wir sind drei starke und schlaue Menschen. Ich weiß nicht. Sag mir, zu welchem Feuer du gehen möchtest. Ich ebne dir den Weg. Du kannst aufhören. Sophia, warne uns den Weg! Bleibt bei mir! Mach uns den Weg frei, Sophia! Bleibt in meiner Nähe! Lass es! Geht klar. Bahnst du uns den Weg, Sophia? Bleibt bei mir! Bleibt in meiner Nähe! Das reicht, hör auf! Na gut. Sophia, bahne uns den Weg! Bleibt bei mir! Du kannst aufhören. Gebombt. Sophia, bleibt bloß alle im Licht. Sophia, bahne uns den Weg. Bleibt in meiner Nähe. Das reicht, hör. Wir werden euch helfen. Nein! Nein! Lasst sie, bitte! Meine Güte. Warum? Ich hasse euch. Euch alle. Es ist vorbei. Weg hier. Kommt. Das wird aufhören. Es ist zu spät. Alles ist ruiniert. Hugo. Der Wagen. Ja, er wird uns schützen. Da ist was am Boden. Ein Balken. Sieht schwer aus. Wir müssen ihn bewegen. Mach uns den Weg frei, Sophia. Bleibt bei mir. Du kannst aufhören. Na gut. Der Schlüssel. Aber das ist alles so alt. Er ist schon lange tot. Etwas wird übrig sein. Etwas, das dich retten wird. Ist egal, was mit mir ist. Sag sowas nicht. Du bist alles. Hey, wie wär's, wenn ihr beide aufhört, euch selbst zu quälen? Das ist die Hölle, ja, aber wir haben eine Spur.
Also reißen wir uns zusammen. Sie hat recht, Hugo. Uns bleibt keine Wahl. Ich weiß. Es gibt bestimmt Überlebende. Der Palast ist wie eine Festung. Stimmt. Es ist die Pflicht des Grafen, seinem Volk Schutz zu gewähren. Ja. Er ist ein Ritter. Na los. Passt mit den Flammen auf. Sophia, bahne uns den Weg. Bleibt bloß alle im Licht. Lass es! Natürlich. Bahnst du uns den Weg, Sophia? Bleibt bei mir! Da oben, da ist es. Das reicht, hör auf! Gebombt. Schnell, hoch, hoch, jetzt! Sicher. Wir sind da. Endlich. Unfassbar, es war genau vor unserer Nase. Und Basilius, wo bist du? Wo versteckt man den wertvollsten Schatz? Unter der Erde. Ja, er muss da unten liegen. Die Karte könnte der Eingang sein. Machen wir sie kaputt? Ich schätze schon. Diese Insel war für mich immer nur ein Punkt auf der Karte. Tja, wir wussten ja nicht mal, dass es sie gibt. Hoch mit dir. Geh bitte zurück, ja? Bereit? Bereit. Das war so befreiend. Arme Karte. Ja, das ist wirklich schade, denn sie war sehr alt. Ja. Ein Durchgang. Er wurde versiegelt. Versiegelt gegen was? Sehen wir nach. Das ist es. Kommt! Es ist zu dunkel. Die Dunkelheit fürchtet sich auch vor dir. Etwas Licht, und sie ist weg. Komm, wir finden das Licht. Seht nur, der führt irgendwo hin. Wir sind da. Ich spür's. Hier war schon lange niemand mehr. Lass mich nicht los. Nein, keine Sorge.
Es wird dunkler. Ich mache Licht. Ja, bitte. Halt, da passiert irgendwas. Oh, bitte nicht. Was zur Hölle? Seht nur, wie groß dieser Ort ist. Was ist das? Eine Art Tempel? Sieht ganz so aus, ja. Da, auf dem Boden. Wieder das Symbol des Ordens? Ja, hier sind wir richtig. Basilius ist hier. Irgendwo. Seht euch die Tür an. Meine Güte. Was ist hier passiert? Brandflecken. Hier ist etwas explodiert. War das ein Unfall? Ich glaube, das wurde absichtlich gesprengt. Ja, jemand wollte da unbedingt rein. Gehen wir weiter. Hier war noch eine Explosion. Das Tor ist zerstört. Das war bestimmt sie, Elia. Sie entkam aus der Kapelle. Sie hat all das zerstört? Sie wollte Basilius zurückholen und hat sich den Weg freigekämpft. Wir sind ihr auf der Spur. Da ist eine Lücke. Gehen wir mal durch. Wir gehen wirklich hier durch? Keine Angst. Das hat Jahrhunderte gehalten. Noch tiefer. Hoffentlich kommen wir ihr hier auf die Spur. Werden wir sehen. Vorsicht, es geht runter. Ja. Ein Erdrutsch. Sie hat hier ja alles komplett auf den Kopf gestellt. Sie hatte Angst um Basilius. Aus gutem Grund. Diese Tanks, sie enthielten griechisches Feuer. Ist das nicht eine Waffe? Nicht zwingend. Sie haben damit wohl das Licht am Leben gehalten. Eins ist noch versiegelt. Meinst du, es könnte explodieren? In so einem Tank? Sicher. Versuchen wir es an der Tür. Wirklich? Diese Mauern haben lang genug gehalten. Aber... Weißt du, ich habe schon so einiges in die Luft gejagt. Und los. Entdeckung. Amicia, du übernimmst die Zündung. Sind wir weit genug weg? Ja, einfach den Kopf unten lassen. Hat geklappt. Das war laut. Siehst du? Sie halten. Los, alles wird gut. Geht's euch gut? Schätze schon. Der Weg ist frei. Gehen wir. Hm.
Nicht zu fassen. Sieh mal. Hier sind Vögel? Ja, Höhlenvögel. Das heißt, wir sind hier nicht allein. Und er ist auch nicht allein. Genau. Gehen wir weiter und vielleicht sehen wir ihn ja, falls er nicht so viel Angst hat. Ja. Tote Menschen. Wahrscheinlich die Ordenswache. Wir haben Elias Spur wiedergefunden. Sie machte keine Gefangenen. Sie haben sie dazu getrieben. Sie kam an dieser Tür vorbei. Sie stürzte wohl hinter ihr ein. Wie kommen wir da durch? Sie kam wohl hier vorbei. Da! Der Wagen ist auch mit griechischem Feuer ausgestattet. Oh! Das sieht gefährlich aus. Ich brauche Hilfe, Sophia. So gut wie erledigt. Der Wagen rollt gleich los. Na dann. Und los geht's. Ist offen, glaube ich. Weißt du, langsam sehe ich sie in dir, Elia. Weil ich genauso verzweifelt bin? Weil du nicht aufgibst. Ach, ja. Oh, wie ist das möglich? Was ist das hier? Das Tor da wird es uns verraten. Wir sollten nicht hier sein. Tja, sind wir aber. Was? Nein, nein! Ah, wir brauchen Feuer! Amicia, schnell! Ich wusste es! Dieser Ort ist böse! Moment! Diese Feuer, die Schienen, sie bauten das alles, um sie in Schach zu halten. Was? Ja, machen wir den Weg frei. Wenn du meinst, womit fangen wir an? Auf Schienen und mit griechischem Feuer. Geschickt. Der Orden kennt sich mit Ratten aus. Gut, mal sehen. Gut, sie können verschoben werden. Helft ihr mir? Sicher. Ja, los! Kreuzen sich. Ändern wir die Richtung. Wir sind sicher, solange wir die Feuer haben. Ja. Jetzt ergibt das griechische Feuer Sinn. Oh, die Brücke ist genau dahinter. Aber der Karren ist im Weg. Wie werden wir ihn los? Weiß ich nicht. Ich brauche eine bessere Sicht. Sehen wir hinten nach. Thank you.
Sophia, bahne uns den Weg! Bleibt bloß alle im Licht! Vorsicht! Es ist kaum noch... Du kannst aufhören. Na gut. Das ist eine Karte von diesem Ort. Die Gleise und Feuerbecken. Keine Karte, ein Entwurf. Die ganzen Mechanismen. Da sind noch andere. Da! Sieht aus wie das Chateau d'Ambrage, Amicia. Stimmt. Das ist der Innenhof mit den ganzen Feuerbecken. Und was ist das? Mehr davon. Zeichnungen und Karten von Dänemark, Konstantinopel? Die hier ist aus Asien. Afrika? Ich wusste nicht, dass der Orden so weit reicht. Weil es überall passieren kann. Was? Eine Seuche. Los, gehen wir. Wir müssen irgendwie das Rad loswerden. Du hast das also schon mal gesehen? Am anderen Ende des Landes? Kein Zufall, nehme ich an. Nein, die Makula verbindet alle. Alles klar. Fertig. Also dann, wie geht's dir, Hugo? Ich hab Angst. Verständlich, aber alles wird gut. Hängt fest! Mist, die Schiene ist beschädigt. Sophia, bleibt bei mir! Gut gemacht. Schieben wir das hier. Lass es! Geborgt. Hey, seht mal da hinten. Noch ein Tank. Jagen wir ihn in die Luft. Thank you.
eigentlich, wie oft die Ratten versucht haben, uns zu kriegen? Ja, oft. Und wir haben sie immer überlistet. Weil sie sich nämlich nicht umeinander kümmern. Wir aber. Ganz so, weiter geht es nicht. Das andere Gleis dort führt zur Brücke. Also, was machen wir mit dem verdammten Wrack? Ich seh mal nach. Kein Karren mehr. Jetzt müssen wir nur aufs andere Gleis. Ich will endlich sehen, was hinter der Brücke ist. Bist du sicher, dass der Träger die Antwort ist, die du suchst? Wie könnte er es nicht sein? Elia hat uns hergeführt. Alles führt hierher. Hier gibt's bloß einen Haufen Leichen. Sie sind unsere einzige Spur zur Wahrheit. Ich will die Wahrheit nicht wissen, Amicia. Ach, ihr zwei. Wie geht's dir, Hugo? Ich fühle mich komisch. Komisch? Los, Hugo. Wir sind fast da. Bist du dir sicher? Dieser Ort ist einfach... Ja, ich bin mir sicher. Dieser Träger ist der Grund für Hugos Traum von der Insel. Außerdem haben wir keine andere Wahl. Na gut, das war... Vergiss es. Es tut mir wirklich leid, aber wir müssen das tun. Ja, werd nicht wütend. Bin ich nicht. Nur... traurig. Bitte nicht. Da. Geschafft. Endlich. Gut gemacht. Ja, gehen wir weiter. Mehr Ordenswachen. Unfassbar, dass sie allein mit ihnen fertig wurde. Das Mädel konnte wohl mächtig gut kämpfen. Sie war entschlossen. Er bedeutete ihr alles. Etwas Schlechtes geschah mit ihm. Sie wusste es. Weißt du, was es war? Ich fühle mich düster, wie in meinem Traum, als ich gestorben bin. Ich hoffe, sie hat es geschafft. Bitte, gib uns irgendwas. Also. Gehen wir lieber zurück. Beschütze einen, beschütze alle. Die Inschrift aus der Festungskapelle. Das ist sie. Elia. Die Beschützerin des Trägers.
Sie hat sich tapfer gewehrt. Aber sie starb allein. Was hast du, Hugo? Ich will nicht, dass du stirbst. Ich bin am Leben. Ich werde leben. Na komm, mein Großer. Sehen wir uns mal das Tor an. Hm? Ich weiß, wie es ist, allein zu kämpfen. Um nicht allein sein zu müssen. Ich hoffe, du hast für immer Frieden gefunden. Hast du eine Idee, wie wir das aufmachen können? Gehen wir lieber zurück. Was? Nach all dem? Komm schon. Fühlst du dich besser? Naja. Hey, wir sind alle erschöpft. Aber wir sind zusammen, oder? Na dann, öffnen wir das Tor. Wie viele Leute waren wohl nötig, um dieses Tor zu bedienen? Ich muss wieder dorthin. Los, Hugo! Alles klar! Seht mal! Kinderkleidung, Spielsachen. Basilius, die gehören ihm. Sieht nicht gerade wie ein Spielzimmer aus. Sie nahm ihm seine Sachen weg. Er muss ganz in der Nähe sein. Irgendwo hinter dieser Tür. Ziemlich große Tür für ein Kind. Nicht irgendein Kind. Wir werden sehen. Zurück zur Tür. Das überlasse ich dir, Hugo. Aha. Da kommt etwas aus der Wand. Oh, das ist wohl eine Bremse, um die Riegel zu fixieren. Du kannst aufhören. Ja. Lass mich nicht wieder allein. Sophia, kannst du das übernehmen? Gerne doch. Da ist eine Stange angebracht. Die muss einen Nutzen haben. Kümmer dich drum, Hugo. Alles klar.
Lass es sein. Gut, gut. Bleiben wir dieses Mal zusammen? Los, Hugo. Ja. Lass es bleiben. Alles klar. Ich mag es nicht, wenn du weg bist. Sophia, ist auf dich Verlass? Wird erledigt. Der hier öffnet die oberen und unteren Riegel. Und das Ding, das aus dem Boden gekommen ist, ist das eine Kurbel? Denke schon. Ob uns der Wagen helfen kann, einen Hebel unten zu halten? Es klappt. Ein Riegel erledigt. Jetzt die anderen. Hilf mir bitte, Sophia. Alles klar. Hugo, ich brauche deine Hilfe. Aha. So müsste es gehen. Wir können loslassen. Die Bodenkurbel ist jetzt ganz raus. Versuchen wir's. Es funktioniert. Ja, wer hätte das gedacht? Das ist nicht gut. Noch können wir es zumachen. Nein, wir suchen Basilius. Du meine Güte. Mir gefällt nicht, was ich hier sehe. Das geht. Noch tiefer runter. Wir können noch zurück, Amicia. Nein, nein. Wir gehen durch das Tor. Zusammen. Wir sind da. Wenn du umkehren möchtest, Sophia, dann jetzt. Gehen wir. Ich will zurück. Bitte, Hugo. Oh. Was atmen wir hier ein? Ein Rattennest. Aber die Luft ist viel stickiger. Das ist schon sehr lange hier. Seit Basilius? Ja. Oh, ich fühle mich komisch. Dein Kopf? Ein Geräusch. Sei tapfer. Was ist das? Nicht gerade einladend. Sehen wir weiter. Hat das was bewirkt? Definitiv. Macht euch bereit. Für alle Fälle. Eine Brücke. Dieser Ort ist eine verdammte unterirdische Festung. Gehen wir weiter. Scheint bis zum Ende zu führen. Aber da fehlt ein Stück. Oh, ja. Seht hier, da geht es runter. Ein bisschen steil, aber... Stimmt. Das könnte klappen. Ich gehe vor. Sei vorsichtig. Ja, nein!
mitgenommen. Das war wohl keine so gute Idee. Wie kommst du wieder zurück? Ich muss mich hier erstmal umsehen. Wartet auf mich. Sei vorsichtig. Ja. Wie komme ich wieder zurück? Moment, diese Ketten, Gegengewichte, die heben die Brückenteile an. Dem Stahl, oder? Du hast wirklich Angst? Ja. Aber sag's nicht weiter. Versprochen. Danke, Sophia. Gekesselt. Werd nur nicht unachtsam. Gut. Du bist in Sicherheit. Fürs Erste. Zu schwer. Die Sache hängt am seidenen Faden. Oh, ich darf nicht falsch liegen. Was haben wir denn hier? Gut, dann an die Arbeit. Dann mal an die Arbeit. Mal sehen, was sich machen lässt.
Natürlich! Das wird es alles wert sein, Hugo! Hoffentlich hast du recht. Das werde ich! Ganz sicher! Sie ist überzeugt, Junge. Vertrau ihr. Na los, Basilius, gib uns irgendwas. Er ist es wert, versprochen. Ich flehe dich an. Konzentrier dich. Finde Basilius. Schnapp dir, was du finden kannst, und dann raus. Dann überlebt er. Geschafft! Ich bin schon groß. Ja, ich hatte keine Angst. Das kann ich bestätigen. Willst du eine Pause machen? Nein, gehen wir weiter. Ich bin jetzt hier. Los. Ich habe Angst und bin traurig, Amicia. Ich weiß, wir haben viel durchgemacht. Es ist, als wären es nicht meine Gedanken. Ist es Basilius' Stimme? Kann sein. Sie klingt tief. Ich habe Angst. Das heißt wohl, wir kommen näher. Das Ende der Brücke. Finden wir heraus, wo sie hinführt. Oh, dieser Geruch. Ich kann kaum atmen. Oh, es ist falsch. So falsch. Was ist los? Sie ist hier, Amicia. Ich will nicht. Aber wir müssen. Wir müssen. Oh, sieht böse aus. Gott, es wirkt wie eine Kathedrale. Das wurde für ihn gebaut. Also, ist er hier unten? Ja. Irgendwo im Herzen dieses Ortes. So stelle ich mir die letzte Schwelle vor. Elia konnte ihn nicht retten und das ist das Ergebnis. Aber was... was ist passiert? Was ist mit ihm geschehen? Ich will's nicht wissen. Musst du aber. Er hat dich hergeführt. Das ist... dein Erbe. Ich will kein Erbe. Ich will normal sein. Hugo, bevor alles normal werden kann, musst du erst überleben. Das sagst du so, aber ich vernichte alles. Aber doch nicht mit Absicht. Du bist ein Kind. In der Roten Stadt gab es auch Kinder. Es ist schwer, Hugo. Wir kennen uns nicht gut, aber ich weiß, dass du eine zweite Chance verdienst. Selbst wenn wir durch die Hölle gehen müssen. Ja. Mein Kopf. Sie wird lauter. Ich will ihn aus meinem Kopf. Wir sind gleich da. Da unten könnte deine Rettung sein, Hugo. Wozu? Wenn ich immer alles ruiniere. Hör auf. Du musst mir vertrauen. Kann nicht. Amicia. Sophia. Schätzchen. Bitte. Ich weiß. Nein, weißt du nicht? Warum tust du das? Amicia.
Komm, ich trage dich. Wir machen das zusammen. Das ist zu viel. Tut mir leid, dass du das durchmachen musst. Ich helfe dir. Ich will Ruhe. Die bekommst du. Aber erstmal musst du leben. Ich brauche dich. Ich fürchte mich vor mir selbst. Du wirst leben. Wir kämpfen. Wir halten durch. Komm schon. Komm. Ist das der Träger? Er wurde eingesperrt. Aber wieso? Sie hatten Angst vor ihm, vor seiner Macht. Und deswegen haben sie all das gebaut. Einfach nur aus Furcht. Sie haben ein Kind getötet. Er entfesselte die Ratten. Sie brachen durch ihre Mauern. Keiner konnte sie aufhalten. Hier begann sie. Was? Die Justinianische Pest. Er war traurig. So traurig und wütend. Deshalb hat uns die Makula hergebracht. Es muss hier etwas geben. Eine Schriftrolle. Eine Fiole. Irgendetwas. Hier ist gar nichts. Elia, sie versagte. Amicia. Sie hat versagt, Sophia. Ich weiß. Ungerecht! Denn wenn ich sterbe... Du stirbst nicht. Werde ich sie auch alle töten. Nein, Hugo. Ihm war nicht bestimmt zu sterben. Aber sie nahm ihm die geliebte Beschützerin. Er verlor die Hoffnung. Also gab er der Makula nach und verdammte sie alle. Ja, und zwar zu Recht. Nein, wenn ein Wort von ihr ihn erreicht hätte. Wie weniger allein er doch gewesen wäre. Er hätte weitergelebt und Millionen verschont. Verstehst du? Du wirst nicht sterben. Und ich bin für dich da. Ich sorge für dein gutes Leben. Ein Leben ohne Kämpfen. Möchtest du das? Finden wir ein Zuhause. Die sind da wohl anderer Meinung. Was ist los? Los, weg hier! Schnell, schnell! Lauft! Nach rechts! Sie wollen nicht, dass ich gehe! Das können Sie vergessen! Spart euren Atem! Bleibt bei mir! Oh, nein! Hoch, hoch, hoch! Sophia! Links von dir! Die kaputte Tür! Ja, los, Hugo! Es wird alles einstürzen! Los, hoch, schnell!
Hoffentlich stecken die da drin fest. Hier sind wir sicher. Ist jemand verletzt? Hugo? Das war grauenvoll. Ja, die Makula hat dich hineingelockt. Tut mir leid, dass du das sehen musstest. Die Makula hat ja wirklich ein Händchen für Kinder. Sie haben ihn angekettet. Ja, aber das Wichtigste ist, dass du überleben wirst. Nein, das ist aber nicht das Wichtigste. Es macht mir Angst, dass die Menschen so böse sind und dass sie mich zu diesen Dingen zwingen. Du hast recht. Hör zu. Es wird immer Menschen geben, die Furchtbares tun. So ist die Welt leider. Aber vertraue in das Gute in dir und in das Gute in anderen. Hab Vertrauen in jene, die wollen, dass du glücklich bist. Freunde. Wie mich? Freunde geben dir ein gutes Gefühl, oder? Ich verstehe, dass du zweifelst, aber vertrau mir. Vertraue uns. Ich vertraue euch. Wir finden für uns ein Zuhause. Verlassen wir diese Insel. Unser Boot wartet. Und auf dem Weg dorthin ein Rattenmeer. Kein Problem für uns. Alles wird anders werden.